Back from the dead. Jetzt mit neuen Styles daher, was ich ganz nice finde. Ich kenne das ja hier ganz normal, dieser Standard-Style und jetzt so ein bisschen Bösewichten-Style auf jeden Fall am Start. 1500 V-Bucks, das Ganze gibt es auch in der männlichen Variante. Schauen wir uns nochmal an hier einmal. Genau, der Venturion, den gibt es dann auch einmal in der bösen Variante sozusagen. Oh, das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Alles so ein bisschen, auch das Cape muss man sagen, hier Standard-Cape und dann auf jeden Fall auch die böse Variante bei der weiblichen Variante ebenfalls. Geil gemacht auf jeden Fall. Leider beim Harvesting-Tool nicht der Fall. Muss man sagen, das hat kein Upgrade bekommen und auch der Triumphgleiter, was auch ein bisschen schade ist, wenn man sich das ganze Set geholt hat, dass das auch kein Upgrade bekommen hat. Vielleicht in der Zukunft, muss man mal sehen, wäre auf jeden Fall ganz geil. 51 Tage her, dass das zuletzt im Shop war. Weiter geht's mit dem nächsten Set, meint das Midnight Star Set hier mit Starshot zum einen und zum anderen natürlich mit Haze. Zwei verschiedene Varianten, 35 Tage her, mit den Flügeln hinten nochmal auf dem Rücken. Richtig nice. Dann geht's weiter mit dem nächsten Set, das Raging Storm Set, 500 V-Bucks zum einen hier für Turbulent. Animierter Rap. Gehen wir mal schnell durch. Und natürlich dann Bolt, die nicht wirklich offiziell dazu gehört, aber doch irgendwie inoffiziell. 800 V-Bucks für die gute Dame hier. Storm ein natürlich. Der Gleiter. 1200 V-Bucks. Richtig nice. Und natürlich Tempest. Der darf nicht fehlen. 2000 V-Bucks. Spezieller Skin auf jeden Fall. 2000 V-Bucks viel Geld. Trotzdem ein spezieller Skin. 36 Tage her, dass wir das Set zuletzt im Shop gesehen haben. Stormbolt gehört natürlich auch noch dazu. Dann geht's weiter auf der Daily-Seite mit Magnus, dem Wikinger. 2000 V-Bucks. 35 Tage her. Bisschen anders als Tempest, ne? Der ist zwar auch detailliert gemacht, aber 2000 V-Bucks. Vielleicht eine zweite Variante wäre ganz nice in der Zukunft vielleicht. Dann Gold Digger ist drin. Immer noch einer der geilsten Sounds, wie ich finde. Sieht nur nicht so geil aus. 23 Tage her. Dann Lada ist drin. Taco-Mädel, wer Bock hat auf einen Taco. 29 Tage her. Und wir haben noch ein paar Emotes. Zum einen, der Tanz ist nice. Dieser Balletttanz hier, 500 V-Bucks. 26 Tage her. Wir haben Oldschool drin. 29 Tage her und Pizza Party ist drin. Auch absolut nice, muss man sagen. Feier ich übelst. 35 Tage her. Also, Blade ist natürlich auch noch drin, darf man nicht vergessen. Aber ja, Highlight für mich natürlich heute, Venturion im Grunde genommen und Ventura. Die beiden Skins, die jetzt eine neue Variante bekommen haben, ist eigentlich ganz cool für die Leute, die schon mal immer mit den Gedanken gespielt haben, sich vielleicht einen zu holen. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr von der Farbe her. Da gehen meine Highlights hin. Könnt ihr gerne mal reinschauen, was euer Highlight ist. Shop bekommt von mir heute aber nur eine 4 von 10. Wie gesagt, ich feiere das Set jetzt mit den neuen Styles. Der Rest geht so. Haze ist natürlich immer geil, aber ansonsten ist es ein bisschen schwierig. Bolt vielleicht, preis-leistungstechnisch am besten, aber ansonsten, ja, nicht ganz so nice. Auf jeden Fall, Creator-Code Van Snipes, wenn ihr den eingeben möchtet, würde ich mich immer drüber freuen, über jeden, der mich supporten möchte. Like und Sub freue ich mich natürlich auch drüber und über jeden, der bei mir bei Twitch reinschaut. Jeden Tag, so ab ca. 16 Uhr, ab Oktober sogar ein bisschen früher und dann, solange ich Bock habe. Also, ich freue mich über jeden, der dabei ist. Also, bis morgen. Ciao, ciao.